Abend, meine Damen und Herren. Hiermit möchte ich die 26. ordentliche Vertreterversammlung der Norderstedter Bank EG um 18:09 Uhr eröffnen. Norderstedter Bank EG ist als verlässlicher Finanzpartner gefragt. Vorstand und Aufsichtsrat präsentierten auf der Vertreterversammlung die positive Jahresbilanz 2014 mit 6% Dividende für die 4.057 Mitglieder. Der ausdrückliche Dank von Vorstand und Aufsichtsrat galt den Beschäftigten in den 4 Filialen für deren besonderes Engagement und die erfolgreich geleistete Arbeit. Aber wir können schon mal das ist ja die normale Hackordnung. Dann muss er wieder machen. Das Jahr 2014 hat uns vor zahlreiche Herausforderungen gestellt, die uns auch einiges abverlangt haben. Ich konnte eben im Rahmen unserer Vertreterversammlung zum einen von den geschäftlichen Aktivitäten berichten, die sich insgesamt positiv entwickelt haben. Aber es gab auch andere Themen, die uns beschäftigt haben. Wir hatten, wie es in Bankenkreisen üblich ist, circa alle 8 bis 10 Jahre eine, ich nenne sie mal, Generalprüfung durch die Bundesbank zu bestehen. Das haben wir mit einem sehr guten Ergebnis getan. Deswegen bin ich sehr stolz darauf, dass unsere Mitarbeiter hier alle Prüfungskriterien gut erfüllen konnten. Ein anderer Umstand soll auch nicht unerwähnt bleiben. Es ist auch bewusst nicht so ganz groß in die Öffentlichkeit getragen worden. Wir konnten sozusagen mit sehr professioneller Unterstützung hier der Polizei einen Banküberfall verhindern. Also das Thema Beratung ist uns ein Herzensanliegen. Erstens, weil wir eine Genossenschaftsbank sind und es einfach unser Gencode ist, beratend zur Seite zu stehen. Es ist sozusagen auch unser geschichtlicher Auftrag. Zum anderen ist es so, dass wir das auch operativ deutlich machen. Wir haben eine sogenannte Lösungsgarantie. Mit der Lösungsgarantie sprechen wir verschiedene Bereiche der Beratung Garantien aus, bei denen man uns auch bei Wort nehmen kann. Die Kundeneinlagen erhöhten sich um 7 Millionen Euro auf 280 Millionen Euro. Bedingt durch die anhaltende Niedrigzinsphase und die erhöhte Unsicherheit der Sparer angesichts der Euro-Staatsschuldenkrise waren vor allem schnell verfügbare und sichere Anlageformen gefragt. Dass die Vertreterinnen und Vertreter mit dem Kurs ihrer Bank zufrieden sind, demonstrierten sie mit ihrer Zustimmung bei der Feststellung des Jahresabschlusses. Vorstand und Aufsichtsrat wurde einstimmig Entlastung erteilt. Die Versammlung hatte außerdem über die Verwendung des Bilanzgewinns zu entscheiden. Dabei folgte das Bankparlament ebenfalls einstimmig dem Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat. Wieder in den Aufsichtsrat gewählt wurden Anja Koch und Joachim Seifert.